Die Spitzenforschung in Dresden ist der Motor unserer Wirtschaftsregion, denn neue Technologien führen zu Innovation und zu Wachstum in den Dresdner Unternehmen und führt ebenso zu Ansiedlungen. Und genau daraus entstehen neue Arbeitsplätze. Und die TU Dresden ist eine führende Forschungseinrichtung in Europa, aber auch weltweit. Damit hat sie einen großen Beitrag zur Strahlkraft über Dresden, Sachsen und Deutschland hinaus und kann so die Sichtbarkeit des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes ganz maßgeblich mitprägen. An der TU Dresden wird an den Technologien von morgen und übermorgen geforscht, insbesondere in den Bereichen Automotive, Medizin, neue Werkstoffe, Kommunikation und Mikroelektroniktechnologien. Genau damit wir frühzeitig neue Krankheiten erkennen, die entsprechend diagnostizieren und heilen können, damit wir unsere Stadt nachhaltig gestalten können und aktiv an neuen Mobilitätskonzepten von morgen arbeiten können. Darüber hinaus ist die TU Dresden einer der größten Arbeitgeber in der Region. Sie ist aber auch eine ganz wichtige Ausbildungsstätte. Jahr für Jahr haben wir dadurch viele, viele kluge Köpfe, die mit ihren Ideen dann ihren Beitrag hier am Standort leisten können. Der Technologietransfer aus der Wissenschaft in die Industrie klappt ganz hervorragend. TU-Ausgründungen wie Novalet, wie Heatec mischen ganz vorn im Spitzenfeld mit und können so einen ganz maßgeblichen Beitrag für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort leisten. Und diese hohe Dynamik, die aus der TU Dresden abstrahlt, wirkt in die gesamte positive städtliche Entwicklung hinein. Denn nicht ohne Grund entscheiden sich Unternehmen wie Bosch, wie Volkswagen, wie Global Foundries, wie Samsung, hier ihre Werke zu bauen und Milliarden in Dresden zu investieren. Für die Stadt hat die Technische Universität Dresden damit eine ganz wesentliche Rolle als Wirtschaftsfaktor. Und genau davon profitieren alle Dresdnerinnen und Dresdner.